Und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldordim, zu einem neuen Part Pokémon Y hier vor der Top 4. Im letzten Part haben wir die Siegesstraße bezwungen. Nun geht es hier auf zur Top 4 und zur Pokémon Liga. Gleich sehen wir hier die ersten Bilder von der Top 4 von der Pokémon Pokémon Liga. Ja, heute läuft auch nicht alles gut mit dem Moderieren. Ja, das hat man schon gesehen. Ja, vorbereitet habe ich mich im letzten Part auch sehr gut. Jetzt geht es bald gleich direkt mal los. Uiui. Jetzt wird hier erstmal gequasselt noch ein bisschen. Die Top 4, die in der Pokémon-Liga auf dich warten, sind jeweils spezialisiert auf die Typen Feuer, Wasser, Stahl und Drache. In welcher Reihenfolge du sie herausforderst, bleibt dir überlassen. Du musst sie nur besiegen. Vielen Dank für die Info, mein Lieber. Wird bestimmt sehr hilfreich sein. Hallo? Darf ich noch mit dir hier reden? Bist du bereit? Wenn du hier weitergehst, kommst du nicht mehr raus. Bis du jeden der Top 4 und den Champ besiegt hast. Oder von einem von ihnen besiegt wurdest. Je nachdem, wie du es so nehmen willst. Gut, jetzt habe ich hier scheinbar zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe rechts lang oder links lang. Gut, ich nehme jetzt mal rechts. Oh, hier sind hübsche Bilder. Kann ich nicht näher rangehen. Ich muss mir vorbeilaufen angucken. Gut. Rein geht's. Es gibt dann keinen Zurück mehr. Es gibt absolut keinen Zurück mehr. Ich wage den finalen Schritt hier. Es wird absolut kein Zurück mehr geben. Nur durch den finsteren, bösen Tod. Auf geht's. No risk, no fun. Und schon schließen sich die Türen. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Boah. Joa. Wow, schöne Bilder hier. Du bist doch Let's Play Ben, der berühmte Trainer, über den ein jeder hier spricht, nicht wahr? Ja, manche nennen mich auch Zwergenfürst, aber ja, und Let's Play Ben ist auch ein richtiger Name. Wer bist denn du überhaupt? Darf ich fragen, wer du bist? Bist du schon der erste Trainer? Muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Oder was? Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin ein Mitglied der Top 4. Ah, man nennt mich Pachyria. Oder ich glaube, das habe ich falsch gelesen. Pachyria, die Meisterin der Feuer-Pokémon. In der Pokémon-Liga musst du dich erst uns allen, also der Top 4, und dann dem Champ stellen. Vor dir die Ehre zuteil wird, den Champ herauszufordern, musst du uns 4 besiegen. Für jemanden, der praktisch im Alleingang den Ganoven von Team Flair das Handwerk gelegt hat, dürfte dies zwar kein Ding der Unmöglichkeit sein, doch hüte dich davor, diese Herausforderung auf die leichte Schulter zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ein Trainer war es noch nicht, aber ja, es wird ein Trainer sein. Ja, dann würde ich mal sagen, folgen wir der dir Guten gleich mal und ja, fordern sie im Kampf heraus. Ja, mit einem müssen wir ja anfangen. Der Flammensaal. Ich sortiere mal schnell mal ein bisschen meine Pokémon. Okay, ja. Dann kann es jetzt weitergehen. Der Flammensaal. Ui. Na, wenn das nicht episch ist. Ich hoffe, der Kampf wird genauso episch. Los geht's. Willkommen im Flammensaal der Pokémon-Liga. Ich bin Pachira. Werde dein nächster Gegner sein. Mein erster. Juhu, endlich die Arena-Kämpfe, sage ich schon. Die Jump 4-Kämpfe. Wir haben uns ewig lang darauf vorbereitet. Auf geht's in den Kampf. Pyrelo, oder wie er ausgesprochen wird, wird in den Kampf geschickt. Los, Christoph! Was soll Christoph tun? Ich wird mal glatt mit Surfer beginnen. Da das als Feuer-Pokémon sind und ja, durch Wasserattacken sehr geschwächt werden dürften, wie es dieses Pokémon bewiesen hat. Top-Genesung. Ja, macht auf jeden Fall an dieser Stelle Sinn. War gerade ein Witz, oder? Eine Top-Genesung. Sag mal, willst du mich verarschen? Setzt die jetzt jedes Mal Top-Genesung ein? Was sollte das denn eben? Ja. Okay. Die Top-Genesungen waren jetzt nicht sehr effektiv, aber bitte, wenn das so deine Taktik ist. Gut, ich setze mal Platz weiterhin Surfer ein. Das schien bisher einigermaßen gewirkt zu haben. Oh, oh, oh. Das ist nicht so gut. Christoph ist leicht geschadet worden. Ja. 2 von wie vielen? 6? Quartel kommt. Na gut, ich kämpfe mal weiter, würde ich mal sagen. Wie viele Pokémon hat es noch? 2. Das kriege ich doch hin. Würde mal sagen, kurz mal ein kleines Tränkchen für den lieben Christoph. Der soll den Kampf ja ein bisschen aushalten. Christoph wurde aufgefrischt. KP natürlich von Christoph. Nur, das war dann wohl nicht so effektiv. Dann würde ich mal zur Abwechslung mal Hydro-Pumpe einsetzen. Was? Ging daneben? Was ein Kack. Hydro-Pumpe, sagte ich. Genau, danke. Okay. Muss wohl noch einmal Surfer eingesetzt werden. Das bedarf noch einer Attacke Surfer. Jetzt hau drauf. Gut. Also der Kampf hier war bisher eher leicht. Also muss ich mal sagen, mit Christoph hier war es eher keine Herausforderung. Bitte bring jetzt ein Pokémon, das sich gewaschen hat. Also dass mich sowas von platt haut. Das habe ich mir dabei nicht so wirklich vorgestellt, aber na gut,
Vielleicht hat das ja noch ein bisschen was auf Lager, das ist. Kung-Fu-Strahl. So. Christoph ist verwirrt. Surfer. Okay. Nochmal Surfer. Komm, einmal Surfer. Oha. Jetzt muss ich doch glatt mal meine Top-Genesung rausholen. Und mal volle Power hier. Das Pokémon heilen. Ja, ihr merkt schon so richtig, die Begeisterung ist bei mir noch nicht aufgekommen. Nee, es ist... Frag mich bloß so gerade... What? Um es mal im Kölner Stil auszudrücken. Also im Paluten-Stil. Das soll es wirklich mit dem ersten Kampf gewesen sein. Das war der erste Top 4 Trainer. Okay. Der Herausforderer hat einen famosen Sieg über mich. Parierer von den Top 4 errungen. Let's Play Ben gewinnt 13.000 Poké-Dollar und geht siegreich aus diesem doch nicht allzu reichen, allzu schweren Kampf hervor. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Sollte es dir gelingen, die Pokémon-Liga zu meistern, werde ich der ganzen Welt von dir und deinem Team erzählen. Ja, bitte. Ein paar Abonnenten auf YouTube würden mir bestimmt nicht schaden. Deshalb, ja, bitte schön verbreiten. Für Werbung bin ich immer sehr dankbar. Du weißt schon über den Holodog. Ach so, über den Holodog. Ja, das ist natürlich, ja, kannst du auch machen. Jetzt musst du nur noch 3 weitere Mitglieder der Top 4 besiegen, um den Champ herauszufordern zu können. Nimm den Aufzug, um zurück in die Anfangshalle zu gelangen. Also, wenn die anderen Pokémon-Trainer genauso sind wie du, na dann. Dann habe ich das gleich überstanden. Gut, ich werde noch in diesem Part den einen Trainer hier, welchen werde ich mir gleich aussuchen, besiegen und ja, dann im nächsten Part dann die anderen 2. Also, so, ich würde mal glatt sagen, gehen wir gleich hier gegenüber rein. Das ist der Rüstungssaal. Na, das klingt doch gut. Das müsste eigentlich das Finale sein. Das müsste eigentlich. Der Rüstungssaal müsste das Finale sein. Das ist für einen Zwergenfürst, der muss dann Finale vor dem Champ. Das ist. Gucken wir hier mal rein. Wie der hier heißt. Draco-Saal. Okay, das ist auch eher. Gut. Damit es ein bisschen Ordnung hat, nehme ich gleich mal den hier. Das ist. Der muss jetzt hier. Der Schleusensaal, naja. Gut, denk mal, das wird der schwierigste, da ich keinen Pflanzen-Pokémon habe, deshalb, gut, sortiere ich mein Team nochmal neu. Wagen wir uns mal noch in diesen Kampf und, gut, hoffen das Beste für das Team. Wenn es so leicht wird wie der andere Kampf, ja, dann sind wir hier gleich fertig. Oh oh. Das sieht doch nicht gut aus. Der wird doch nicht den Raum fluten. Okay, ja. Auf jeden Fall, die Räume sind mega. Die Räume sehen einfach mal episch aus. Bis jetzt zumindest. Gut, dann fordern wir gleich mal ohne Zögern mal den nächsten Trainer heraus. Ja.
Was mit dir? Ach so, steht mit dem Rücken. Ich dachte, er hat kein Gesicht. Steht mit dem Rücken zu uns. Ich weiß keine Antwort darauf. Du da, ich muss dir eine Frage stellen, mein Kind. Glaubst du, dass Pokémon-Kämpfe Kunst sind? Schwere Frage. Nee, Pokémon-Kämpfe sind Kämpfe. Das ist, was soll daran Kunst sein? Du einfaches Pinsel! Wenn es wirklich nur darum ginge, sich den Bauch voll zu schlagen, warum gibt es dann Köche? Wir balancieren und kreieren und wieso? Weil vor dem Verzehr das Gustrieren steht. Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, aber vor allem liegt sie im Augenblick. Dies eint den Koch und den Pokémon-Trainer. Okay. Der ist ein bisschen komisch. Will angeblich ein Koch sein. Eine Herausforderung von Koch 4. Koch 4? Das ist der Koch 4, also der vierte Koch. Narzisse. Narzisse ist ein Jungname. Okay. Okay. Hat wieder nur 4 Pokémon. Und das sieht schon mal gut aus nach einem Top 4 Pokémon. Ich mach mal Body Slam. Was? Der kann Aura-Sphäre. Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Gut. Weißt du, wer noch Aura-Sphäre kann? Genau. Und er kann auch Nahkampf. Und zwar so. Okay. Das sieht schon nach ein bisschen besseren Kampf aus. Oha. Aura-Sphäre hat Kario besiegt. Oh ja. Dann werde ich mal jetzt nicht Justine, sondern die Welte nehmen. Ach du Kacke. Sieht doch schon viel mehr nach einem spannenden Kampf aus. Nehme ich mal die Attacke, die wir letztens kennengelernt haben. Phantomkraft. Meine Lieblingsattacke. Phantomkraft. Die ich nämlich von hinten attacke. Na, wenn das mal nichts war. Tranatora. Okay, ich kämpfe mal weiter. Die Welt hat bestimmt noch was auf Lager. Oh, Kacke. Der sieht sehr rapide aus. Also, der wird einiges aushalten. Würde ich mal sagen, aus Vorsicht, ich nehme nochmal Phantomkraft. Weil Unheil schwingen, der wird dadurch nicht zerstört. Das ist Phantomkraft. Bam. Oh ja, oh ja. Hilfe. Die Welt macht keinen Scheiß. Übertrag auf die Welte. Oh, Kacke. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Kreuzschere. Was geht bei dem? Ich versuch's trotzdem mal mit Unheil schwingen. Vielleicht habe ich einen Erfolg. Wenn nicht, sah es einfach nur episch aus. Das ist schon eher ein Kampf nach meiner Kragenweite. Standpauke vielleicht mal. Oh, er setzt aus. Oh ja, Standpauke ist schon eher das Ding. Steinkante. Halt aus, halt aus, halt aus, halt aus. Oh Mann. Welte wurde besiegt. Der hätte das richten können. Der hätte das wirklich richten können. Versuch's mal mit Christoph. Ja. Vielleicht gibt es ja noch Chancen. Weiß nicht, um eine Wasserattacke, aber gut, Hydropumpe. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Okay, ja, ein bisschen was hat es gebracht. Aber nicht viel.
Aber zumindest hat es den Sieg gebracht. Weiterkämpfen! Wie viele sind es denn noch? Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Kein Carpador, kein Carpador. Scheiße. Scheiße, Mann, ein Carpador. Ich probier's mal mit Schädelwumme. Hoffe, dass Christoph den die Sache aushält. Drachentanz. Ach so, ja. Nicht das Problem. Los. Setz jetzt endlich mal Schädelwumme rein. Ich habe Angst. Genau. Schade, dass ich jetzt keine Facecam dabei habe. Mist. Kacke, 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 kacke. Wen hole ich mir denn jetzt dazu? Zwei Markus kann ich schlecht nehmen. Die Welte, soll ich auf die Welte setzen? Ich nehme einen Beleber auf die Welte. Hui. Da heißt es kühlen Kopf bewahren. Halt aus! Gut. Jetzt noch ein Trank auf. Ein Trank auf. Wie nehmen wir denn wohl? Vielleicht mal die Welte. So, die Welte müsste komplett aufgeladen sein. Gut. War keine so gute Idee mit Christoph. War mal klar. War aber fast schon klar. Gut. Welte. Dann mach es einfach platt. Unheil schwingen. Vielleicht. Ein Drachentanz. Gut. Drachentanz wirkt scheinbar nicht. Wuhu, aber Unheil schwingen dafür richtig. Aber mal richtig. Aber mal richtig. Muss ich wirklich sagen. Okay, okay. Na! Die Welte. Kacke, jetzt habe ich nur noch Justine und Let's Play Markus. Justine setzt mal Fliegen ein. Kaskade, oh nee. Och nö, och nö, och nö. Mann, ich bereue es so, Justine nicht trainiert zu haben. Mann. Jetzt wäre Markus. Scheiße. Feuer-Pokémon in einem scheiß Wasserkampf. Lucario, die Welte. Lucario oder die Welte? Wer wählt das aus? Wer wählt das in die Runde aus? Wer kann das noch ein bisschen retten? Ich glaube Lucario. Ich setze mal auf Lucario. Der kann das noch ein bisschen. Lucario kann das richten. Mann! Kacke! Was mache ich jetzt mit Lucario? Das ist. 59. Nein! Ist das scheiße? Soll ich jetzt Trank einsetzen? Hypertrank. Ah, das ist mein letztes Pokémon. Kacke, 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 kacke. Kannst du irgendwas einsetzen wie Drachen? Nein, 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 nein. So ein Fail im ersten Arena-Part, im ersten Top-4-Part. Kein kampffähiges Pokémon mehr. Deswegen gibt es 7000. Jede Menge Geld und